Was wird denn das? Was? Komm, lass mal gut sein, ja? Uns kann doch hier keiner sehen. Ist doch schön einsam hier, na komm schon. Ich hab Nein gesagt. Ach Arne, bitte, ich brauch das jetzt sofort. Frau Mertens, wir schweigen können uns nicht weiter. Komm, Julia, vielleicht kann Sie Stiefson Jens weiterhelfen. Nein! Jens dürfen Sie nicht befragen. Jens hat viel schlimmere Stimmungsphasen als mein Mann. Nicht umsonst ist er in einer Nervenklinik untergebracht. Wenn Sie ihn jetzt mit Fragen zu seinem Vater belasten, könnte dies tödlich für ihn sein. Dann sagen Sie uns endlich, wo Ihr Mann ist. Diese Rumänen, die bricht der Beweisführung das Genick. Ja, aber das Opfer hat ihn zweifelsfrei erkannt. Ja, es war auch verdammt mutig von der Frau, die Aussage nicht zurückzuziehen. Sind die Rumänen wieder über die Grenze? Mhm. Aber ihre Aussagen sind schwarz auf weiß verbürgt. Schließlich haben wir beide zusammen das Verhör gestemmt. Da können wir ja schlecht behaupten, die hätten nichts ausgesagt. Ist noch jemand hier außer dir? Machst du Witze? Wer hängt denn freiwillig um 9 Uhr an einem Freitagabend noch in der Dienststelle rum? Vielleicht ein paar frustrierte Singles oder Psychopathen? Kannst du mal bitte die Tür zumachen? Mit mir drinnen oder draußen? Come on, baby! Yeah! That's my boy! Good boy, Romeo. Good boy. Entschuldigung, der Platz ist besetzt. Kann sein. Kann auch sein, dass wir uns kennen, oder? Woher? Ach, jetzt bin ich enttäuscht. Sind Sie bitte so freundlich und sagen mir, was Sie wollen? Max Jaschek. Frankfurt 99? Juli 99.